Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent. Ich bin's wieder, euer total merkwürdig aussehender Kopf, a.k.a. Stefan, a.k.a. Hello 1986. Ihr könnt mich ja jetzt immer live dabei sehen, wie ich Amnesia spiele. Zumindest das Ende von Amnesia, denn ich hoffe, ich bin am Ende. Beziehungsweise das Spiel bringt mich einfach nur dazu, dass ich denke, dass ich am Ende bin. Ja, es scheint ja sehr, sehr gut angekommen zu sein. Das gefällt mir. Beziehungsweise das freut mich. So. Die Waffe vorbereitet, dann können wir weitermachen. Ach ja, drücken war angesagt. Oh no, er hat sich immer noch nicht verändert. Beim letzten Mal haben wir diesen Knochen gesammelt mit leckeren Schleimüberresten. Zusammen mit klebrigem Teer, ein bisschen Öl und einer starken Schnur aus Hanf. Und haben erfahren, dass wir höchstwahrscheinlich sehr, sehr ekelhafte Sachen machen dürfen. Beziehungsweise sehr, sehr, sehr lustige Sachen. Also für mich könnten die lustig werden. Für gehe ich nach links, Mitte oder rechts? Das hätte ich beim letzten Mal fragen sollen. Verdammt, Angst. Egal, wir fangen hier an. Hallo. Ja, wir reißen einfach die Tür auf. Warum? Weil ich es kann und weil ich es darf. Ratten! Ratten! Es gibt hier auch noch lebende Viecher. Oh, Ratte. Du bist ja eher eine Maus. Oh, du bist eine kleine süße Maus. Und wir sind in Folterkammer Nummer 1. Nein, mach die Tür zu. Wunderbar. Folterkammer Nummer 1. Und wir haben das erste Stück schon mal gefunden. Ey! Hier drinnen kann man sich echt nicht gut drin, also verstecken. Stück einer Kugel, ihre Beschaffenheit und Farbe ändert sich ständig. Zumindest pulsiert sie komisch. Okay, ich hatte jetzt eher erwartet, dass irgendwie ein Viech ankommt oder so, aber. Ah! Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihren Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Aua. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Hm. Ja, sowas mag ich ja ganz und gar nicht, ey. Runtergelassen. Okay. Ich weiß zwar nicht, warum ich das tue, aber ich tue es weiter. Es tut mir leid. Und damit ist mein geistiger Zustand wieder im Arsch. Wie ich es liebe. Nicht. Ja. Komm. Mach zu dem Mist und raus da. Sekunde. Jetzt habe ich doch ein ganz. War die Leiche eben gerade schon die ganze Zeit da drin? Ich glaube nicht. Okay. Mit jedem Stück, den wir okay. So würde er also aussehen, wenn er jetzt nicht unsterblich wäre. I don't like what I see. I don't like what I hear. And I don't like what I must do. Beziehungsweise, was ich im Allgemeinen tue, denn ja, das ist. The cradle is ready. Good.
You! You're a man! How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man! It was an accident! He set a man on fire. Whoa. It wasn't my fault! Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Okay, Folterkammer Nummer 2. Schlecht ausgeleuchtet schon mal. No, no, please! Do anything! Whatever you want! Anything! I'll do anything! I'm innocent! Hier drin haben wir also etwas gemacht. Was möchte ich eigentlich am liebsten gar nicht wissen? Lass mich raten, hier hinter irgendwo. Jo. Ein weiteres Stück einer Kugel. Ich muss. Also, ich meine, ob das jetzt wirklich das Schlimmste war, was die mehr oder weniger gemacht haben konnten, ist es auf jeden Fall ziemlich heftig, was wir mit ihnen gemacht haben. Der Brandstifter schrie, als er langsam gepfählt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen der Opfer zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. Er hat das überlebt? Der hat Fehlen überlebt. Ja, es wird wieder rot. Wollen wir wetten? 3, 2, 1, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Gar nicht. Auch gut. Hängt der dann jetzt hier auch? Nee, der hängt hier oben nicht rum. Das heißt, höchstwahrscheinlich habe ich noch irgendetwas überlesen. Ja, mein geistiger Zustand, der wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr bessern. Wunderbar. Nun denn, Folterkammer Nummer 3. Was bekommen wir hier Wunderschönes wieder mitgeteilt zu sehen? Ja, ja, hier sind keine Viecher, chill. Okay, hier sind doch Viecher. Was ist denn jetzt schon wieder? Ah, nehmt den Pfeifton weg. Oh, Alter, ey. Irgendwas hat mich niedergeschlagen oder ich bin ohnmächtig geworden. Ah, der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Ah, es geht mir wieder besser. Das ist ja wunderbar. Jetzt benutze ich hier dann doch mal. Ja gut, hätte ich auch nicht machen müssen. Bitte was? Das ist doch keine Foltermethode. Das ist doch abartig. Man, ey. Wo zum Geier bin ich hier gelandet, ey? Das ist. Der Vergewaltiger hing kopfüber. Seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Okay, Vergewaltiger. Da kann ich schon fast sagen, das ist in Ordnung. Ich hasse Vergewaltiger. Es gibt nichts Schlimmeres auf der Erde, für meiner Meinung nach, zusammen mit Mörder. Okay. Ich weiß nicht, was das hinter mir ist. Ich weiß nicht, was das mir alles sagen soll. Ich gehe zurück zum Hauptschiff. Und gucke, was bei den nächsten drei Foltermethoden in Anführungszeichen. Weil für mich ist das mehr als nur Das ist auf jeden Fall mehr als Folter, meiner Meinung nach. Das ist schon extrem abartig. Was there something else? Ja, was denn? You seem to have all the pieces used in the transfer.
Go to the choir and find the rest. Zum Altarraum? Da war ich doch schon. Aber wir suchen ja auch noch die Notiz von Johann Weyer. Deswegen gehen wir noch nach rechts. Oder ist das hier der Altarraum? Hallo. Guten Tag. Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten. Aber Monster verbergen sich hier schon mal keine. Sehr cool. Ich habe ihm gerade ein Déjà-vu. Agrippa beeinflusst Weyer. Weyer verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraute ihm den wahren Grund meiner Anstrengungen an und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, das widert mich voll an. Ja, tut mir leid. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Weyer behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsse ihm aber zuerst Agrippa geben, damit auch er helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gern diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl, aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Weyer sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamter verabreichte. Die giftigen Pilze sollten eine lebende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplars finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte fruchtbare Boden zu sein. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss dran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Tamter hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon alleine das Schreiben des Wortes mit diesem Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets des wasserbewohnenden Kernk. Ich muss mit Weyer darüber sprechen. Er muss mir einen Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Alles klar. Das haben wir schon mal. Von dem Crank. Wir brauchen nur eine Lebensessenz und im Altarraum ist fruchtbarer Boden. Alles klar. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu, während ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt, und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Und auch sie werden älter und dahinscheiden, während ich derselbe bleibe, nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qual. Warum habe ich das Gefühl, dass ich gleich mal wieder Monster begegnen werde? Wir hatten schon lange keine Monster mehr, muss ich dazu sagen. Zumindest keine, denen ich jetzt so über den Weg gelaufen bin, dass ich rennen musste. Wie sieht's ja wohl? Wusste ich's doch. Nach außen hin. Alles klar, und hier finden wir Altarraum. Damit können wir die Pilze besorgen und dann bilden wir nur noch der Lebensblut. Oder das Lebensblut oder die Lebensessenz eher. Oh. Schön ausgeleuchtet es ist. Extremst gut ausgeleuchtet. Bestimmt brauche ich dafür irgendein Werkzeug. Nachdem die Männer den Gefangenen gefesselt hatten, konnte das Ritual beginnen.
Ich möchte nicht wissen, was hier getrieben wurde. Man sieht ja eigentlich schon, dass wieder nur das Netteste gemacht wurde. Ne, komm. So. Die Zünderbunte nehmen wir auf jeden Fall noch mit. August 1839. The Blood Wards are failing. The Shadow beckons, and its cry disarms my actions. Hurry. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Paint the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come. Please, I didn't do anything. Paint the man, cut the lines, paint the man, cut the lines. Please, the man cries. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Okay. Entweder war das jetzt wirklich eine Erinnerung oder ich habe das getan. Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Okay, wir sind wieder zurück. Ich habe keinen Dolch. Das heißt, es war eine Rückblende. Jetzt ist nur die Frage, ist es die von Daniel gewesen oder ist es die von Alexander gewesen? Sind Alexander und Daniel ein und derselbe? Eventuell. Auf jeden Fall ist ziemlich klar, dass er das alles nur tut, um den Schatten etwas loszuwerden, beziehungsweise, dass er sich zurückzieht. Ich weiß nur nicht, was ich davon halten soll, deswegen gehen wir lieber in die Haupthalle. Denn wir brauchen ja noch Lebensessenz und wir brauchen noch die Pilze. Die Pilze sollten aber jetzt hier im Hauptraum sein, eigentlich. Was zum... Ach du Scheiße. What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours. But now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Mhm. Mhm. I don't like it. Wir könnten überall Monster sein. Fackel brauchen wir nicht. Wir sehen ja eigentlich genug. Oh Gott, ey. Ich weiß auch nicht, wo ich hier lang gehe und ob ich richtig gehe. Naja. Sieht eben gerade relativ gut bewachsen hier eigentlich alles aus. Alter Vater. Was zu... Eine eiserne Jungfrau? Ernsthaft? Eine eiserne Jungfrau? Fuck off! Alter!
Der Fälscher stand völlig still. Der Sarg war verschlossen worden. Aber es drang noch ein schwacher Lichtschein ins Innere. Unzählige eiserne Spitzen waren auf ihn gerichtet. Sie glänzten im Licht und warteten nur darauf, dass er für einen Moment seine Haltung verliere. Er stieß sich am Knie und fühlte, wie das Blut sein Bein herunterlief. Vor Schmerzen fiel sein Kopf leicht nach vorn. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er sich soeben sein Auge aufgespießt hatte und es nun auslief. Bah! Man kann sich doch nicht einfach das Auge ausstechen, ohne dass man das mitkriegt. Oder? Ein Stück einer Kugel. Hooray. Hooray. Damit fehlen mir nur noch zwei. Und wisst ihr was? Wie ich die letzten beiden sammle, sie zusammensetze, Blut finde, Pilze finde, mich besaufe und keine Ahnung, was für ein Zeug mache, seht ihr erst in der nächsten Folge von den Ninja the Dark Decent. Ich bin euer Lund986. Bis dann.